Hey, ich bin Emilia und ich bin jetzt mit Kulturwerke Deutschland in England. Und ich wollte euch jetzt ein bisschen was über meine Schule erzählen. Wir beginnen erstmal mit der Schulform, weil das ist so relativ wichtig. Ich hatte ja die Wahl zwischen Internat, Grammar School, also Gymnasium, und einer normalen Schule, also Privatschule oder halt staatliche Schule. Aber ich bin jetzt auf einem Internat seit 3 Wochen und mir gefällt es hier sehr gut. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, auf ein Internat zu gehen. Viele fragen immer, warum Internat? Für mich wäre das ein Kindheitstraum immer. So, also begonnen, glaube ich, mit 10. Ich bin jetzt 15. Und das hat durch so eine Buchreihe begonnen. Ich habe diese Buchreihe geliebt. Das waren 13 Bücher. Und ich habe die geliebt und ich habe die immer gelesen. Und ja, für mich war das dann so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist vor 3 Wochen. Und wir haben auch eine Schuluniform. Ich kann die euch jetzt mal gleich zeigen. Ja, so, das hier ist meine Schuluniform. Ich habe ein Jackett. Darunter trage ich mein Cardigan. Ich trage unter dem Cardigan immer eine Bluse, das ist so Vorschrift. Mein Faltenrock mit Schullogo, Strumpfhosen und dann halt Schuhe. Wir haben statt dem Cardigan können wir auch das hier anziehen. Und dann haben wir noch eine Option für Hosen, aber mit Hosen müssen wir eine Krawatte tragen, alle. Aber ich habe keine Hosen, also trage ich meinen Rock und dann passt das. Haben wir hier Schullogo, da und dann nochmal auf dem Rock, ja. Nachdem ihr jetzt meine Schuluniform gesehen habt, würde ich gerne was zu Noten sagen, weil die werden hier schon relativ groß geschrieben. Also es sind relativ wichtige Sachen. Ich bin jetzt seit der 3 Wochen hier, wie ich erzählt habe. Und wir kriegen jeden Freitag eine Effort Grade. Das ist eine Note dafür, wie gut wir mitgemacht haben und wie gut wir uns angestrengt haben. Die gehen von 1 bis 5. 5 ist das Schlechteste und 1 das Beste. Also der wird halt relativ streng darauf geachtet, aber die sind auch nicht so schwierig zu kriegen. Du musst einfach nur halt mitschreiben und dann relativ mitmachen. Aber du musst halt nicht irgendwie die ganze Zeit reden oder sonst was, um da eine Eins zu kriegen oder so. Aber die Noten, das Ganze relativ streng gehandelt und so. Wir haben halt Arbeitsmaterialien bekommen am ersten Tag. Das hier sind so Hefte, die wir bekommen haben. Da können wir unseren Namen eintragen, da das Fach, da die Form. Also ich bin jetzt Fifth Form, das ist 11. Klasse. Und hier unten den Namen des Lehrers oder der Lehrerin. Und da ist halt das Schullogo auch drauf und der Löwe vom Schullogo. Die bekommen wir am Anfang des Terms. Wir haben halt auch noch Schulbücher bekommen. Aber in den Klassenräumen arbeiten wir halt mit Whiteboards und Projektoren. Und die Klassenräume sind halt, die sind nicht klein, aber wir sind halt kleine Klassen. Also ich glaube, meine größte Klasse sind 16 Schüler oder 14 Schüler. Und das ist halt sehr gut für die Arbeitsatmosphäre und alles. Und wir können auch viel besser arbeiten, weil wir halt nicht so viele sind. Und man konnte halt am Anfang wählen, wegen des Stundenplans, welche Fächer man haben möchte. Also wir hatten so eine Boxen und da konntest du auswählen, welche du haben möchtest. Du musstest aus jeder Box eine auswählen. Dann gab es Grundsachen wie Englisch, Mathe, Games, also das ist Sportunterricht, und Science, das ist Chemie, Biologie und Physik kombiniert. Wir haben halt auch Hobbys im Stundenplan drin. Also ich mache zweimal die Woche Reittraining. Und das ist in meinem Stundenplan drin, was sehr, sehr praktisch ist, weil dann ich bringe morgens zum Beispiel meine Reitsachen zum Stall runter. Wir haben so einen Container dahinter, ja. Dann kann ich meine Sachen einfach da lassen über den Tag und dann später kommen und mir die anziehen und dann reiten gehen, was richtig praktisch ist. Und dann muss ich nachmittags nicht mehr nach der Schule, wenn ich schon total müde bin und so, nochmal runtergehen zum Stall und da habe dann Reittraining. Aber wir haben insgesamt viel, viel Sport. Also wir haben eine Football Academy, eine Horse Riding Academy. Das sind die zwei Academies, die wir haben, glaube ich. Und Rugby. Dann haben wir noch Netball, Tanzen, Fencing, also es ist Fechten und Bogenschießen und noch vieles, vieles mehr, aber ich weiß nicht alle. Wir haben aber auch Musik. Also du kannst auch ein Instrument spielen hier oder singen oder was auch immer. Wir haben halt so einen Musiktrakt oder Musikhaus eher. Und da stehen dann halt Klaviere und so. Und ich möchte jetzt versuchen, Cello wieder anzufangen hier. Also ich spiele auch zu Hause Cello, aber halt jetzt 3 Wochen nicht, weil das erstmal einleben und so ist wichtig. Und wir haben halt auch Kunst viel. Also wir haben verschiedene, du kannst im Stundenplan verschiedene Kunstsorten wählen, nenne ich das jetzt mal. Also wir haben Art, also normale Kunst, und dann Graphics. Und ja, das fand ich schon sehr, sehr cool. Ich sitze gerade in meinem Zimmer und wir haben ein relativ kleines Haus. Wir sind 30 Mädchen ungefähr in dem Haus. Ich habe zwei Zimmernachbarinnen und wir sind halt sehr, sehr viele Nationalitäten. Also du bist nicht mit einer gleichsprachigen Person in deinem Zimmer, damit ihr eben Englisch sprecht, weil die meisten hier sind, um besser Englisch zu lernen und so. Und ich habe jetzt ein Mädchen, das spricht Italienisch, und ein Mädchen, das spricht Chinesisch in meinem Zimmer. Aber wir haben schon einen sehr guten Zusammenhalt, so auch als Haus und so. Und es ist halt auch so, dass du, wenn du zum Beispiel mal alleine oder zu zweit unterwegs bist und du Leute irgendwo zusammensitzen siehst, zum Beispiel, wir haben so ein Front Field, und da Leute sitzen, dann kannst du dich auch einfach dazusetzen, wenn da irgendwie
Ich mache das meistens, wenn da Leute sind, die ich schon kenne und mit anderen Leuten da sitzen, dann setze ich mich auch einfach dazu. Weil du wirst halt sehr, sehr gut willkommen geheißen oder halt warm empfangen da. Das ist halt sehr, sehr vorteilhaft. Ich komme jetzt vom Reiten, wie man vielleicht sieht. Ich habe meinen Helm, habe ich vergessen. Ja, ich ziehe mich jetzt um und dann in 10 Minuten habe ich Prep-Time, da machen wir Hausaufgaben. Dann haben wir halt Sportjacke, also die haben wir bekommen dazu. Alles gut. Steht hinten drauf. Dann habe ich noch das Shirt, das habe ich jetzt nicht zugeknöpft. Und da hinten steht auch Wachsut drauf. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich kann es jetzt nicht sehen. Hier haben wir halt das Schullogo drauf. So trage ich halt sonst meine Reithose und meine eigenen Klamotten. Aber hier gibt es halt sehr, sehr viel Sport. Ich mache halt Reiten. Ich habe 2-mal die Woche Reiten. Heute und dann freitags nochmal. Dann mache ich gleich meine Hausaufgaben. Dann gehen wir um ungefähr 17 Uhr ins Haus und dann haben wir da unsere Freizeit. Dann gibt es Abendessen und dann gucken wir mal, was wir machen nach dem Abendessen. Manchmal haben wir Hausmeeting und wir haben dann halt noch Prep-Time. Nochmal halt eine Stunde. Aber das ist halt, das geht richtig, richtig schnell rum, deswegen ist das super. Und du hast halt extra Zeit, da sind die Leute ruhig, dann kannst du deine Hausaufgaben da machen. Ja. Das hier sind die Boxen der Pferde. Und ich gehe jetzt hoch wieder. Zum anderen und hier ist noch der Reitplatz. Das ist der Weg, über den wir ankommen hier. Und hier haben wir das Haupthaus. Da sind wichtige Büros und ich glaube auch ein paar Zimmer drin. Hier haben wir eine kleine Kreuzung. Wir haben einmal hier den Weg runter zu den verschiedenen Fächern. Da ist der Weg zur Dining Hall und zur Sportshalle. Und da ist der Weg zu ein paar Häusern. Da sieht man auch ein Schild. Und jetzt gehen wir da runter und dann zeige ich euch unten den Pferdestall und ein paar Klassenräume von außen. Hier haben wir wieder so ein Schild mit der Richtung und da haben wir halt unseren Tennisplatz. Da ist die Great Hall für so Versammlungen. Also wir haben freitags immer von 16 bis 17 Uhr Versammlungen. Und da ist der Weg zum Barnisch-Trakt und wir haben dann noch Geografie und da ist ein IT-Raum. Und dahinter ist auch noch die Umkleide für die Mädchen und ein paar Toiletten halt. Wenn man hier reingeht, dann kommt man zum Health Service und hier ist der Musiktrakt. Also da sind so Musikräume eher für so Hobbymusik. Also da kannst du Klavierunterricht nehmen, Cello, ich glaube Klarinette, Dudelsack, was auch immer du machen möchtest halt. Und hier ist auch ein Schild dafür, dass wir hier einen Health Service haben. Also die kümmern sich um die Gesundheit, wenn man Kopfschmerzen hat, Bauchschmerzen, was auch immer. Oder wenn man halt von Geburt an oder chronisch krank ist oder sonst was, dann kann man da halt hingehen und muss man am Anfang machen, wenn man neu ist und sagen, was man hat und die Medikamente abgeben und so. Ja, und dann, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man krank ist oder Fieber hat, dann kommen die halt auch und gucken, wie schlecht es einem geht oder was man jetzt macht. Also hier ist jetzt sehr laut. Hier haben wir halt so Wasserbecken oder was auch immer. Ich glaube, so teichmäßig sind die. Da sind halt so Geografieräume. Und da oben ist Spanisch, also die Treppe da hoch. Und ja, da ist noch ein Haus. Das ist Rowling für die Bewohner. Also auf diesem Weg sieht man hier einmal eins der Häuser, in dem die Schüler wohnen. Das sieht man von hier jetzt nicht so gut, aber hier, da wohnen die Jungs drin. Und da ist der Trakt für Englisch, also den sieht man von der Seite, da kommt man auch von der Seite rein. Und dann kann man, wenn man weiter runter geht, hier, da ist ein Klassenraum, also Raum 39. Und da, wenn man in die Tür reingeht, sind hier mehrere Räume, also Raum irgendwie ab 40 bis 45, glaube ich. Und da gibt es halt Englischunterricht. Und hier haben wir dann halt die Mathe-Räume, die sind halt, die sieht man jetzt von hier, ja. Gegenüber vom Mathe-Trakt haben wir die Stelle, da gehen wir jetzt auch mal hin. Da hängen halt Regeln dran am Gatter oder was man in Notfallsituationen machen muss. Und hier sind die Boxen der Pferde, aber die sind gerade nicht da, weil die sind unten auf der Weide. Hier haben wir einen Sandplatz und dann ist da hinten die Weide. Und dahinter, hinter den Stellen, ist noch ein Container mit also Sachen, wo kann man dann auch seine Sachen ablegen, also Reitschuhe, Reithose, alles. Ja, und dann machst du hier dein Pferd fertig und da unten gehst du dann reiten. Also das mache ich. Ja. Das ist die Weide, wo ich gerade das Pferd hingebracht habe nach dem Reiten. Ja, das ist halt ein richtig schöner Ausblick. Also das hier, da stehen die Pferde. Und hier ist der Platz. Ja, also ich würde mich jetzt gerne von euch verabschieden. Und abonniert den Kanal doch gerne, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt.
oder mehr über ein Auslandsjahr wissen wollt, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja. Tschüss. Mehr Infos zu dieser und vielen weiteren tollen Schulen findest du auf der Homepage von Kulturwerke Deutschland, deinem Partner für erstklassige Auslandsaufenthalte.